Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro Last Light. Wir haben im letzten Part einiges herausgefunden, gerade über Lisnitsky. Sehr informativ, informativ. Sascha hat uns mit Munition letztens versorgt, sehr praktisch. Langsam glaube ich, das ist kein Grafikbug, das ist gewollt. Genau wie das Kind da hinten. Ich werde jetzt nicht drauf schießen, ich werde den Teufel tun. Man lasst die Toten ruhen, wie man so schön sagt. Und... Hört ihr das? Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt zur Background-Musik gehört oder ob das hier tatsächlich geklimpert wird. Ich komme den immer näher. Sascha, mach nicht so, mach mal so einen Blödsinn, ja? Wunderschön. Das ist das also, was man Musik nennt. Das merke ich mir. Einfach mal quer geklimper. Und was liegt hier oben? Natürlich Militärmund. Nein, das andere Militärmund. Komm schon. So, wunderschön. Alter, ich habe schon fast wieder 700 Munition, das geht doch gar nicht. Ein Teddybär. Sogar ein recht schöner. Guckt euch das mal an. Der ist noch gut im Zustand. Den könnt mir sicherlich irgendein Kind in der Metro schenken. Immer schön an die Kinder denken in solch schwierigen Zeiten. Sie sind unsere Zukunft. Boah, irgend sowas in der Art. Scheint ja nicht gerade die allgemeine Politik zu sein. Auch bei uns hier nicht. Okay. Müssen wir hier mal weiter? Über die Maske wischen. Was ist da drin? Ich habe jetzt irgendwie damit gerechnet, dass jetzt mich irgendwas anspringt. Weil da irgendwie. Seltsam. Boah. Ich kann mit den Augen nicht gut sehen. Schatten sehe ich besser. Licht aus. Und verstecken. Okay, Sascha. What the? Alter. Hör auf mit diesem Blödsinn. Ich meine, ich bleibe beim Nachtsichtgerät. Das ist nicht ganz so auffällig. Oh, was ist das hier? Sniper-Munition, die wir nicht verwenden können. Schade. Und hier strahlt so langsam vor sich hin. Was zum... Alter! Hör auf mit dem Blödsinn! Wie ist der voraus? Wie ist er nichts von uns? Hungrig! Ah, sie sind hungrig, offensichtlich. Geh dann hier durch. Verdammt, jetzt habe ich nicht geguckt, was hier noch sonst ist. Kann ich hier wieder zurück? Ja, ich kann. Sehr schön. Ich muss das noch untersuchen. Tut mir leid. Hier zum Beispiel. Warum sehe ich plötzlich so wenig? Ach du Kacke. Drei. Okay, es sind drei. Damit kann ich fertig werden. Moment, was ist hier? Hier ist ein Stoff nur davor. Alter, ich will da durch. Atjom kann nicht durch Stoff gehen. Okay, kann ich dich mal kurz ein wenig kopflos machen? Naja, das mache ich mit einer anderen. Nicht mit der. Mit der da vielleicht. Okay, und für dich auch. Fehlt nur noch einer. Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Ich höre ihn, da ist er. Sehr gut. Problem gelöst. Jetzt erkunden wir noch den letzten Rest hier. Hier ist dich. Du hast weniger Leben als tot gebracht. Viele kann ich nicht davon finden. Okay. Ich bleibe in der Nähe. Du hast weniger Leben als tot gebraucht. Okay. Interessante Aussage. Moment, kurz nachladen. Oh, der sieht gar nicht mehr gut aus.
Also ich frage dich jetzt nicht nach deiner gesundheitlichen Verfassung. Du bist, ja, gehungert bis auf die Knochen. Was wollt's dies? Okay. Was sagt die... Nazi fix. Ich bin... Ja, nee. Ich habe jetzt irgendwie gehofft gehabt, dass er irgendwie noch mit... dass ich auf meine Uhr gucken kann. Aber die ist ja hier nicht mehr derartig nütze. Ich fand das ja im alten Metro schöner mit der alten Uhr. Was zum... Warum ist es so still? Warum ist es so still? Ich glaube, ich nehme jetzt wieder die Normallampe. Ich hätte doch gerne eine etwas klarere Sicht. Nicht so grünstichig. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob du mit dem Gelernten überhaupt so glücklich bist. Oh, das sieht so... Sieht danach aus, als ob ich da nicht mehr hin kann. Wieder zurück kann. Ich möchte dann doch lieber das noch im Keller erkunden. Was zum? Was zum? Das ist ja schon selber ein bisschen gruselig Spiel. Also Gruselspiel. Alter. Boah, A-Games, ihr macht einfach nur coole Spiele. Ist bisschen Grusel darin, das ist echt schön. Passt so perfekt zum Ambiente. Vor allem hat mich grundsätzlich eine, wenn man sich in diese Story ein bisschen reinsteigert, eine etwas grundsätzlichere Panik. Oder man ist panikbereiter, so muss man es eher sagen. Okay. Aber auch interessant, das Ganze ohne Eis zu sehen. Also, Moskau trocken. Okay. Licht. Licht. Wunderschön. Ihr gefällt mir hier, Station. Oh, man kann ja was machen. Das blinkt so schön. Kein Öl mehr in der Lampe. Ja. Der hat recht gehabt. Das hier ist allgemein ein wenig gruselig. Der Kühlschrank leer. Wundert mich aber, dass die Batterien bzw. der Generator noch funktioniert, je nachdem, was gerade gebaut wurde oder hier eingebaut wurde. Das ist sehr interessant hier. Und ich habe schon wieder vergessen auszuschalten. Egal. Ich ärgere mich jetzt später darüber. Spätestens beim Rendern. Okay. Was piept hier die ganze Zeit? Die Zeit ist noch gar nicht um. Okay, es scheint irgendein... Ich glaube, das hat mit der Radioaktivität zu tun. Und man hört nämlich immer sofort den Geigerzähler. Okay, wo ging es hier nochmal rein? Hier war es nicht. Moment. Hirn streng mich an. Verlass mich jetzt vorübergehend nicht. Das war jetzt das Filterwechseln-Geräusch. Hier, glaube ich, war es. Genau, hier. Tralali, tralala. Hier ist es so wunderbar. Nicht schön. Ja. Sascha, erschreck. Oh, Lampe aus. Nachladen? Nee, nicht nötig. Okay. Okay. Sie sind jetzt nicht rot. Sehr interessant. Okay. Sie haben also Signalfarben aus der Perspektive. Sehr interessant.
Und hier scheint ein Versorgungsposten der Ranger zu sein. Mit einer Handvoll Munition, hä? Ranger waren hier überall. Warum sich eigentlich nur die Ranger so wirklich nach oben trauen und der Rest irgendwie, hm? Naja. Die Rotten sind auch nur dazu da, Stress zu machen, genauso wie die Faschos. Während die Ranger die Metro an sich beschützen müssen. Normalerweise ist es eine Sache der Stalker. Der ist jetzt aber rot. Du, keine Hektik, hat er gesagt, aber der ist rot. Jo. Mensch! Hör auf mit dem Blödsinn! Alter, ein ganzes Magazin für zwei von diesen Biestern. Ich muss ein bisschen sparsamer sein. Und ein bisschen mehr erzielen. Aber das Laservisier macht es halt einfach zu... Also, das heißt, das Laservisier, das Laserpointer macht es gerade so einfach, aus der Hüfte zu schießen. Ich wollte jetzt schon wieder Alt drücken. Nee. Okay. Wir gehen hier hoch. An der Leiter? Jetzt kenne ich das Wort. Ja. Was zum? Ah, Moment. Rot. Ihr seid rot. Oder? Seid ihr rot? Egal, ich will der Leiter hoch. Ich will an der Leiter hoch. Du Scheiße. Das ist nicht gut. Ach du Scheiße, jetzt ist richtig eng. Es war gut knapp. Naja, wir haben schon knapperes überlegt, aber das sieht hier nach Arena-Fight aus. Das sieht so böse nach Arena-Fight aus. Ich will jetzt hier ganz dringend unser Dach. So. So, ich bin geschützt vor dir. Du wirst mich nicht kriegen. Niemals. Okay. Ah, schon wieder. Oder nee, das sind die Wand... ist die Wandbemalung. Die fehlende Wandbemalung. Er versteht nicht, dass er tot ist. Er wartet noch auf seine Mutter. Aber sie kommt nicht. Meine auch nicht. Weil ihr sie alle getötet habt. Nicht schön, Sascha. Nicht so schön. Ja, ich weiß. Ich brauche wieder einen neuen Filter. Okay. Allgemein nicht mehr schön. Okay, was haben wir gerade entdeckt? Moment. Was zum? Was ist so groß und schwer, dass du derartigen Lärm machst? Aber es ist weg. Boah, Musik, hör auf, du machst mich kirre. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nee. Ich war immer gut zu dir. Ich habe dich immer gespielt. War immer schön zu dir. War... hab nur ein paar Mal auf dich geschossen, aber mein, das ist doch so Mechanik und so, ne? Du verstehst, was ich meine. If you know what I mean. Ich bin nur ganz lieb und freundlich hier. Kann ich durch die Tür? Nein, kann ich nicht. Ich bin hier gefangen. Gefangen in Trümmern. Nein! Wo geht's denn hier raus? Das ist eine echt gute Frage hier. Oder nach unten. Noch tiefer. Alter, hier ist richtig Fenster. Es ist selbst damit finster! Scheiße. Kann ich eigentlich auch direkt mit der Lampe rumlaufen? Ich glaube, da sehe ich sogar ein bisschen mehrer. Nein, ich mach's nicht. Ice Cream!
Das ist kein Schatten. Das bist du selbst. Vor langer, langer Zeit. Ja, sehr langer Zeit. Okay. Aber mit diesem Flashback lasse ich es für heute erstmal sein. Das war Metro Last Light. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fette Gott.